Begegnungen sind mir sehr wichtig. Begegnungen mit Menschen. Aber es gibt in Begegnungen auch zu spät. Diesen Sommer habe ich einen von weitem gesehen und habe ihn gewunken. Weil ich dachte, ja, eigentlich könnte ich eigentlich so zu ihm noch ein bisschen reden mit ihm, fragen, wie es geht, was er so macht mit den Kindern, und Frau und Familie und so. Aber irgendwie in mir innen hat es so wie innere Verbotstafeln gehabt. So Sachen wie, jetzt gerade habe ich mich irgendwie nicht dafür zu ihm zu kommen. So ein bisschen fast Menschenfurcht oder vielleicht auch zum Teil keine Zeit. Ich habe jetzt anders los, ich gehe jetzt weiter. Hey, vielleicht erst später einmal. 2 Wochen später habe ich gehört, dass er tödlich verunglückt ist. Es gibt also ein zu spät in unseren Begegnungen. Im 1. Johannesbrief, dort schreibt der Johannes im Kapitel 2, Vers 11, wer voller Hass in seinem Herz ist, dass der Finsternis wird laufen. Ich behaupte jetzt nicht, dass ich voller Hass war gegenüber dieser Person. Aber ich habe so in mir innere Verbotstafeln, so Haltetafeln, die ich aufgesteckt habe, denke, nein, ich will das gerade nicht. Ich bin nicht parat, ich will nicht. Wir wollen den Menschen gut tun. Wir wollen ihnen Hoffnung weitergeben. Das steht hier in diesem Büchlein, was wirklich zählt. Ich bin nicht parat, mich auf die Begegnung einzulassen. Ich habe in mir innen Verbotstafeln gehabt. Halt, es geht nicht. Und du kennst die. Du weißt, oh, vielleicht hast du die sogar gegenüber Gott. Du hast alte Geschichten und sagst, nein, Gott, auf dich lasse ich mich nicht ein. Oder du hast irgendwelche alte Verletzungen da. Du sagst, hey, bevor das nicht in die Tonung kommt, vergiss es. Ich lasse mich nicht auf die Begegnung ein. Sei das mit Mitmenschen oder mit Gott selber. Aber erst wenn du erkannt hast und merkst, dass eigentlich Gott der ist, der Begegnung wünscht mit dir, und dass du dich darauf einlassen darfst, ohne dass du perfekt bist, bist du vielleicht auch bereit, die Verbotstafeln abzulegen. Und die Begebenheit letzten Sommer mit diesem jungen Mann lehrt mich etwas. Ich will daraus lernen, dass ich meine inneren Verbotstafeln, Haltetafeln, ablegen kann. Und dass ich einfach immer bereit sein will für Begegnungen mit Gott und mit meinen Mitmenschen. Weil da drin kann ich auch Gutes und Hoffnungsvolles weitergeben.